Ja, Halli und Hallöchen, meine lieben Freunde, und Alter, jetzt damit nimm mich nicht wieder in die scheiß Aufnahme mit rein. darf ich herzlich dann einfach gefasst. Sparks Challenge begrüßen wieder mit Medi und mit seinem neuen S4, wo es sich nicht auskennen tut. Und wir suchen immer noch nach allem, was wir brauchen. Nach Liebe und Zuneigung des Fernsehens. Nur die werden wir nie finden. Da hinten schon nicht Dschungelwüste. Ich habe jetzt keinen Bock auf den Dschungel. Ich will jetzt einen Wüstentempel finden. Schriftart fällen. Wir müssen auch noch Eisen und Schneegolems bauen, wenn wir heimkommen. Ich hoffe, dass es diese Folge funktioniert, dass wir irgendwas schaffen, weil wir haben die letzten 4 Folgen keine Ziele erreicht. Und hier sind noch nirgends verfickte Hunhunde. Hier ist kein Schneebiom, hier ist kein Eiswüstenbiom, hier ist gar nichts. Hier ist nur ein Stück Krebs. Hier sind so 5 Sandblöcke, das bringt mir auch nichts. Warum leckt's jetzt? Oh mein Gott, Monster League! Hallo? Okay, ich hatte gerade Monster League. Medi, die dost du mich schon wieder. Mein Bildschirmzone wird ein 3D-Text. Stirb an Krebs. Wird der Text sein? Ernsthaft. Schriftart. Du machst es nicht wirklich ein Hintergrundbild, wo Stirb an Krebs draufsteht. So. Taumel nicht. Wippen. Doch, Wippen wird ganz toll sein, ja. Vorstellung. Hi! Hallo Jürgen, wir nehmen gerade etwas auf, aber du bist sehr willkommen. Ich suche in Minecraft. Jetzt bin ich wieder beim Dschungel. Oder ist das ein neuer Dschungel? Egal. Warte, warte, warte. Das sieht so lustig aus, wie so eine 3D-Schrift, die so hin und her schwenkt, von meinem linken zum rechten und vom rechten zum linken Bildschirm schwebt. Stirb an Krebs. Er hat echt. Ich habe einen neuen Dschungel gefunden, oder ist es der alte? Vielleicht habe ich ja jetzt ein bisschen mehr Glück. Ich glaube, es ist der gleiche. Keine Ahnung. Ich laufe da jetzt gerade durch, weil ich denke, dass es der gleiche ist. Vielleicht finden wir was beim Durchlaufen. Aber ich habe festgestellt, dass es gibt Ozelots nicht in jedem Dschungel. Vor allem der Dschungel ist auch so riesig. Wie dein Penis, Mädel. Halt, nehmen wie meine. Weißt du, wenn du einfach nicht das findest, was du suchst, dann wirst du so deprimiert. Schau das Push an, dann geht's dir besser. Okay, ich schau mir das Push hin. Und wenn ich Lust hab, blende ich das sogar ein. Schön. Wirklich schön. Das hat mich jetzt aufgemuntert. Da stand nur so ein komisches Stub an Krebsteil. Wieso hab ich so viel Tabs offen? Ich wollte die gar nicht öffnen. Die öffnen sich von alleine, Patrick. Dann sagen sie, sollen aufhören. Oder sie sterben alle an Krebs. Dein Vater züchtet doch Ziegen. Dann hat er bestimmt einen guten Sinn für Tiere. Ich wette, er würde, könnte mir helfen, Ozelots zu finden. Best Commentary EU West.
hab keinen Bock mehr auf den Scheißdschungel, der geht mir auf meine behaarten Eier. Ich glaub, Mädel hat sich gemutet. So ein doofes Arschloch. Ich meine, wir müssen doch irgendwie. Weißt du, dann willst du aus dem Dschungel raus und dann läufst du wieder gerade weg in einen rein oder in den gleichen rein, was weiß ich. Weil du einfach keine verfickte Note rausgefunden hast. Oder ein Tempel, das wäre ja auch in Ordnung. Das deprimiert mich immer wieder, den gleichen Dschungel zu sehen und immer wieder im gleichen Aussehen. Soll man nur mal ein Texture Pack neues runterladen und anderes. Weil da kriegt man AIDS und man immer nur das gleiche und das gleiche sieht. Deswegen habe ich irgendwie gerade gar keinen Bock mehr zu labern. Weil es einfach langweilig wird. Ich laufe jetzt langsamer durch. Ich habe jetzt keinen Bock mehr zu rennen und ich habe langsam die Motivation verloren, dass wir irgendwas Nützliches finden. Nächste, was mich noch interessieren würde, wäre ein Enderman, aber die sind ja auch nirgends. Ja. Die Welt ist grausam. Nichts. LOL. Das ist ein Tempel. Ja. Wenigstens haben wir eine Sache gefunden, wa? Aber dann ist es definitiv ein anderer Dschungel. Können wir in der rein? Oh, ups. Oder ist das nur so ein Steingebilde? Oh, nein. Vorsicht, Petrich, ich gebe dies verliehen. Und ein Creeper. Da oben ist nichts mehr, dann gehen wir mal nach unten. Ich sehe dich, Felly. Ja, was? Was ist? Jetzt muss er gehen. Oh gut, noch eine Falle. Ich habe einen Dschungeltempel gefunden. Somit habe ich gerade eine Challenge bekommen. Freu dich für mich. Das Eisen. Komm. Wenn wir schon ein Geschenk kriegen, dann können wir uns auch mitnehmen. Im geschenkten Gaul schaut man nicht in den Penis. Doch. Hey, wir haben den Dschungeltempel gefunden. So, dann würde ich sagen, nächstes Ziel. Aber hey, wir haben was geschafft. Yay! Jetzt haben wir schon das Treue. Wir finden uns nur noch 10 Challenges. Dazu brauchen wir einen Ocelot noch, einen Hund. Dann müssen wir noch zu den Dragonen spawnen. Und dann brauchen wir irgendwann ganz viele Endermen. Ocelot ist aber nicht Challenger. Kannst du nicht einfach irgendeine Frau mit AIDS ficken und dann sterben? Ich glaube, eine Frau allein wird schon ein Problem sein, aber eine Frau mit AIDS, Patrick, du darfst nicht so wählerisch sein. Ich habe auch für dich gemeint, nicht für mich. Ja, immerhin musst du mir sie besorgen. Na, dann nimm doch deine Mutter. Ja, ich fick doch nicht meine Mutter. Warum? Das ist eine gute Frage. Zu wählerisch. Ich meine, die würdest du wenigstens kennen. Oh, stimmt. Da weiß ich nicht, dass sie mich nicht verarscht. Genau. Oder zumindest weiß ich sicher, dass sie mich verarscht. Stell dir vor, so Mama, willst du mich ficken? Okay.
Sie sieht einfach so aus. Ja, Günther lässt mich in letzter Zeit nicht so dann und ich mein Gott, YOLO. Solange wir verhüten, kommt nichts Komisches dabei raus. So wie ich, ja. Patrick, jetzt ist was. Ja, meine Eltern waren Geschwister. Ich mein Tochter, Sohn und Oma. Tochter, Sohn und Oma. Wir wissen nicht genau, wer dich geboren hat. Mein Opa. Der war zwar nicht der. Mein Opa, der war. Das merkt man ja nicht, aus welcher Vagina du jetzt gestochen kamst. Mein Opa, der war zwar nicht dabei, aber der hat mich geboren. Also kommst du aus dem heraus, aha. Unsere Familie ist sehr seltsam. Patrick. Ganz ehrlich, würde ich zutrauen, dass du ein Inzestkind bist. Okay. Okay. Woher weißt du das? Nee, aber ich fände es cool, wenn wir jetzt noch vielleicht echt noch eine Ursula finden, weil das ist ein anderer Dschungel. Oder Enderman, das wäre noch besser. Soll ich dir helfen? Oh, Valentin stupst mich an. Wir ziehen ihn runter. Hallo, Valentin. Hallo, Senior. Sag hallo zur Aufnahme. Hallo. Ja. Hi. Ich grüße meine Mama und mein Papa und ganz viele andere Leute. Oh nein, das ist nicht Huddle, er hört sich nur so an. Doch, das ist Huddle. Ja, stimmt. Hallo, Huddle. Hallo, Huddle. Hallo. Nein, du musst eine tiefere Stimme machen. Hallo, meine kleinen Nüdelchen. Oh. Ja, Huddle. Gut. Wieso lädt der Google Play Store nicht? Ich hab doch hier WLAN, Mann. Bei mir ist der auch. Braucht man dafür eine SIM-Karte oder was? Da ist immer noch keine SIM. Was macht ihr gerade? Ich suche in Sparks Challenge nach Ozelots. Übrigens, zwischen heute, zwischen was? Der letzten Folge und der Folge, wo wir gerade aufnehmen, ist keine Zeit vergangen. Das heißt, der Kommentar von Patrick, du hast immer noch keine SIM-Karte, ist unberechtigt. Was? Du weißt, dass du in der Chat schon längst hier das gehen können, die eine kaufen können. Nein, weil ich dann laufen muss. Oh mein Gott, Bewegung! Ich bin faul! Was zum Leuchten ist im Karte nicht so dringend? Nein, bei Medien liegt es nicht daran, dass er Gamer ist, bei Medien liegt es daran, dass er Ausländer ist und die sind grundsätzlich immer faul. Mhm. Und vor allem, es kommen ja nicht jährlich, was weiß ich, wie viele Ausländer nach Deutschland, nur um harte Arbeit zu verrichten. Aber ich glaube ja. nicht, dass du hier bist, um harte Arbeit zu verrichten. Was ist denn das da? Warum, stimmt, ich bin hier da, um meinen Kacke auf den Popo zu machen. Ist da Lava oder Baummeiner oder was ist das? Ja, ich habe das Gefühl, ihr spielt Minecraft. Ja, ich spiele Minecraft. Er versucht, sein Handy in den Griff zu kriegen. Ah, YouTube kann ich aber. So geil, Patrick. Ich mache die YouTube-App an und dann zeigt so... Besuche, damit zeigt es an, so ein Kreis um deinen Namen und Kanal und Bildchen herum. Besuche die Kanäle, die du abonniert hast und ausgerechnet dich zeigt es da. Ja! Du, YouTube will, dass du mich schaust. Die malt. Warte mal, hier ist Lava, aber der Baum brennt nicht. Oh mein Gott. Zauberei. Ach du Scheiße, ist das riesig, dieses Display. Auf was für einem Server spielst du denn? Privat, also das ist schon ein Singleplay-Projekt. Spark of Phoenix hat doch da so ein Community-Projekt gestartet. Da muss jeder ganz viele Minecraft-Challenges bestehen. Spiel kommt eigentlich auch da mit dem Laptop zu mir. Ja, die Frage ist, ob ich einen gescheiten Laptop haben werde. Ach, Erik hat ja einen gescheiten Laptop. Ja, er hat nur keinen gescheiten PC. Ich habe einen gescheiten PC und keinen gescheiten Laptop. Welche Ironie, und ich kann natürlich meinen PC mitbringen. Ich hab's mir schon überlegt, aber. Ich mach's nur, wenn ich keinen anderen Ausweg sehe. Ich sehe keinen anderen Ausweg und übrigens das Ding, Mr. Trashpack ist eigentlich schwul. Aha, mit diesen Tüllen fucken wir die Folge auch beenden, dass Mr. Trashpack schwul ist. Postet es auf Facebook, twittert es auf Twitter, ladet es auf YouTube hoch, keine Ahnung.
Und nachdem Siegcraft noch in die Aufnahme gejoint ist, können wir jetzt endgültig beenden, weil dem wird keiner auf YouTube hören. Danke. Es ist schon wieder Montag, hier ist der Flashback YouTube News mit Mr. Trashback. Heute ist Dienstag. Egal, danke fürs Zuschauen, schönen Tag noch. Jetzt dürfen alle drei Menschen Tschüss sagen. Tschüss. Siegcraft, sag Tschüss. Bis zum Mittwoch. Tschüssi, Lee. Ich muss mal durch den AIDS sterben. Ach, nee, oh, man.